Du hast an 80 Tagen die Welt umfahren, kann man ja quasi sagen. Sag mal, Robert, was ist los? Bist du denn das Leben? Wie schnell bist du gefahren? Und mich haben natürlich ganz viele für verrückt erklärt. Wie soll denn das gehen in 80 Tagen mit dem Fahrrad um die Welt? Aber bloß weil jemand sagt, wie soll denn das gehen? Es gibt Leute mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem LKW, ganz touristisch. Bloß mit dem Radl hat es halt noch keiner gemacht. Und warum heißt es, dass es nicht gehen muss? Natürlich habe ich kein Wasserfahrrad organisiert. Die Erde hat zwei, oder konstruiert, die Erde hat zwei Drittel Wasser, ein Drittel Land. Es geht um eine intelligente Landverbindung. Und die war 22.000 Kilometer und die habe ich in 80 Tagen brutto. Es sind 7 Tage durch Flugverbindungen weggefallen, also in 73 Tagen dann geradelt. Wie viel Kilometer pro Stunde fährt man da so mit dem Zwischen Fahrrad? Zwischen 300 und 350 Kilometer. Es kam darauf an, wie die einzelnen Etappen waren. Und es ist eigentlich diese Konsequenz. Der Körper ordnet sich. Unter 300 Kilometer zu radeln ist jetzt nicht der große Hit. Das kann man. Die Konsequenz in der Früh um 3:30, wenn dir alles wehtut, weil der Vortag sehr hart war, dann wieder nach 4-5 Stunden aufstehen, wieder auf das Radl hocken und jetzt, du weißt genau, jetzt kommt in der Sahara 50 Grad, oh nein, ich kann nicht mehr. Nein. Und dann sagen, nein, komm, lass mich anfangen. Und du kommst in diesen Rhythmus und es ist wirklich, wirklich eine Herausforderung für Disziplin und Konsequenz. Die kann man im Sport lernen und sehr wohl übertragen auf andere Bereiche. Du hast ja quasi den Joey Kelly total gepusht. Du hast ihn ja richtig in den Arsch getreten, muss man sagen. Da ist er ja auch zum Extremsport gekommen. Nein, ich war... Wer hat dich denn mal so richtig in den Arsch getreten? Ich war zwar der große, oder bin nach wie vor der große Bruder vom Joey. Also ich meine, nicht biologisch, aber wir sind sehr, sehr enge Freunde und sind dauernd auch irgendwo verbunden miteinander. Aber ich habe schon auch Leute gehabt, die mich zwar nicht in den Arsch getreten haben, aber durch diese Triathlon-Szene in Rot. Vielleicht ein Beispiel. Als bei uns, ich habe eine kleine Firma mit Sportwissenschaftlern beschäftigt. Da kam eine Sportlehrerin aus Köln, Diplom-Sportlehrerin, hat bei uns zu arbeiten begonnen und sie dachte, sie ist also ganz besonders gut, weil sie auch schon einen Marathon gelaufen hat und also nicht, sie war nicht von sich eingenommen, aber sie hat einfach nur gesagt, na, ein Marathon. Und dann kam sie nach Rot und dann sagt, Marathon in Rot, jede zweite Hausfrau hat einen Marathon, das ist nichts Besonderes, die haben Ironman gemacht in Rot und die war dann ganz ruhig, in Rot ist, da gehen die Uhren anders und so ist es eben und da kam ich dann eben auch zu diesem Austauschsport. Ich habe von dieser Euphorie bei uns in Rot schon sehr viel mitgenommen. Du unterstützt ja auch so plus 60 Leute, kann man ja so sagen. Die wollen halt so ein bisschen die Welt noch erforschen, die möchten sich Träume erfüllen und du unterstützt sie ein bisschen. Das ist eine geile Zielgruppe. Ne? Leute ab 60 aufwärts. Zum einen sind die ziemlich fit, einige. Die haben Zeit, die haben auch das Geld, die sagen, hey, Jahre, also 30, 40 Jahre gearbeitet und jetzt soll ich so in die Kiste? Nee. Und die abzuholen und sagen, komm, wir machen was miteinander, Abenteuer. Die wollen jetzt nicht so das Riesenrisiko oder was, aber Abenteuer heißt Kilimandscharo, wir waren in Nepal, wir waren in den Anden, jetzt geht's wieder nach Namibia, nach Patagonien, also einfach reisen. Aber immer, also ich biete jetzt keine Reisen an, wo man dann mit dem Bus von einem zum nächsten gefahren wird, sondern was Aktives dabei ist. Am Kilimandscharo wird man nicht mit der Sänfte hochgetragen, sondern jeder geht selber hoch. Aber wir bereiten die Leute vor und das ist eigentlich unseres, dass wir uns darum kümmern, dass die Leute fit sind, dass sie eben ihr Gewicht halten. Meine Frau macht da ganz viel in puncto Ernährung, Stoffwechsel und so sind wir ein eingespieltes Team und bringen die Leute dann zu ihren Zielen.